Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Dieser Vlog war eigentlich komplett anders geplant. Und zwar wäre ich jetzt schon in meiner Heimatstadt bei meiner Familie, weil ja jetzt Ostern ist und übers Osterwochenende wollte ich eigentlich heimfahren. Aufgrund eines Corona-Falls in der Familie ist das jetzt halt leider nichts geworden. Und deshalb bin ich jetzt zu Hause geblieben, weil ich auch Dienstag wieder arbeiten muss. Und ja, und dann dachte ich, nehme ich euch einfach mal über das Wochenende hier in Berlin mit. Genau. Ich frühstücke jetzt nur noch was. Oh, es ist schon relativ spät, schon 12 Uhr, aber ich habe heute noch nichts gegessen. Ich habe es irgendwie noch nicht geschafft. Dann suche ich noch ein paar Outfits zusammen und dann treffe ich mich gleich mit meiner besten Freundin. Und wir fahren zu ein paar Locations, weil wir ein paar Bilder heute machen wollten. Wir wollten noch das gute Wetter nutzen, bevor es nächste Woche wieder richtig schlecht wird. Und ja, das ist so der heutige Plan. Da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Ich war gerade kurz draußen gewesen. Es ist so windig, dass meine Augen die ganze Zeit tränen. Ja, auf jeden Fall nehme ich euch da mit. Also wir waren heute mega produktiv. Ich weiß nicht, wie viele Looks wir geshootet haben. Auf jeden Fall viele. Und jetzt haben wir uns Fettburger geholt. Ich bin gespannt. Bürgermeister hat ja gefühlt jeder in Berlin. Meine Freundin hat da auch schon mal gegessen und sie fand es auch ganz geil, oder? Ja. Ja, und deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Das ist für mich first time. Ich bin wieder back home und ich glaube, es ist ein bisschen dunkel. Genau, und wir waren heute super produktiv. Es hat auch mega Spaß gemacht und irgendwie auch gut abgelenkt und alles. Tat auf jeden Fall mega gut, unterwegs zu sein. Ich war jetzt gerade noch fix bei Edeka. Ich war jetzt gerade noch fix bei Edeka und habe mir, weil meine Freundin mich angesteckt hat, habe ich mir Sirup gekauft und grünen Tee und so, weil wir bei Starbucks diesen Holunderblüten-Refresher oder wie der auch immer heißt, geholt haben und der halt so geil schmeckt und sie hat den mal zu Hause recreated und für uns mal gemacht, also heute für uns gemacht und der schmeckt so gut, dass ich mir dachte, okay, muss ich auch probieren. Ich bin mal gespannt, ich will mir den morgen auf jeden Fall machen. Kann ich euch dann noch mal zeigen, wie ich es mache. Und ja, heute passiert gar nicht mehr so viel. Ich werde jetzt mich einfach aufs Sofa chillen, einfach nur gammeln, weil ich bin auch noch so durchgefroren. Es war teilweise so windig heute. Es war schon ein bisschen crazy. Aber ja, das mehr passiert heute nicht. Ich nehme euch da morgen auf jeden Fall noch mal ein bisschen mit. Einen wunderschönen Ostersonntag wünsche ich euch. Es ist jetzt kurz vor 9. Ich habe jetzt gleich einen Family-Conference-Call. Wir haben uns halt entschieden, da wir jetzt Ostern alle nicht zusammen verbringen können, dass wir jetzt uns alle
zu Hause Frühstück machen und jetzt gleich so einen Call machen, wo wir uns dann alle sehen. Darauf freue ich mich schon. Und ja, ich habe mir auf jeden Fall mein Lieblingsessen gemacht. O-Saft frisch gepresst und dann noch ein Eiskaffee. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich bin gerade dabei, mir Essen zu machen und heute hatte ich Bock auf Pasta mit Hirtenkäse oder halt diesen Feta-Käse. Ich habe aber vegan genommen, weil ich mir dachte, man muss ja auch nicht immer tierische Produkte essen. Ja, und das bereite ich jetzt zu, damit ich das dann in den Ofen schieben kann. Das war mal eben fertig. Und koche dann auch gleich die Spaghettis. Ja, heute ist halt eigentlich null irgendwas passiert, großartig. Ich habe heute Morgen halt mit meiner Fam telefoniert. Dann habe ich ein bisschen gelesen. Und dann war ich irgendwann mal auch draußen gewesen. Ich dachte, die nächste Woche soll komplett schlecht werden. Also es soll sogar schneien. Ja, im April, aber okay. Und da dachte ich mir, dann nutze ich noch mal das schöne Wetter. Es war zwar eisig kalt heute, also der Wind ist halt super kalt. Aber ich dachte, ich nutze noch mal das gute Wetter und gehe ein bisschen an die frische Luft. Und eben gerade habe ich einfach nur geschlafen, weil ich die letzten Nächte relativ schlecht, also nicht nur relativ, sondern wirklich relativ, wirklich sehr schlecht geschlafen habe. Und dann dachte ich mir, okay, gut, muss ich ändern. Geht so nicht. Also, ich habe halt einfach zu wenig Schlaf bekommen. Reden und Kochen ist, glaube ich, nicht so meine Stärke. Auf jeden Fall bin ich etwas eingeschlafen und dachte mir, gut, nutze ich jetzt mal die Zeit und schlaf ein bisschen, weil ich wirklich sehr müde war. Boah, ich liebe Knoblauch. Das ist echt sad, dass Knoblauch so einen Mundgeruch veranstaltet. Sonst würde ich, glaube ich, mein Leben lang nur Knoblauch essen. Das ist für mich einfach das beste Gewürz. So. Ich nehme hier, also ist eigentlich total easy. Ihr braucht Feta-Käse oder halt eine vegane Alternative. Tomaten. Das macht ihr halt alles in so eine Auflaufform. Ich habe jetzt noch Knoblauch reingemacht. Dann braucht ihr logischerweise Nudeln. Das müssen jetzt nicht unbedingt Spaghetti sein. Aber ich hatte irgendwie Bock auf Spaghetti. Ich mache jetzt auch nur eine Portion. Ich bin halt so ein Mensch, ich mag es total gerne, wenn es frisch gekocht ist, weil morgen esse ich gleich dasselbe nochmal. Und dann koche ich mir das morgen einfach nochmal frisch. Ich glaube, das könnte schon fast zu viel Pasta sein. Na gut. Und dann würzt ihr das Ganze jetzt noch. Also die Auflaufform. Ich habe jetzt einmal Pasta online. Und nochmal, wie immer, Salz rüber. Es kann ja nie genug Salz geben. Wobei ich glaube halt, dass der Käse
ja auch schon relativ salzig ist. Weshalb es hier vielleicht zu salzig sein könnte für den einen oder anderen. Für mich jetzt nicht unbedingt, ich liebe ja Salz. Da macht ihr einen guten Schuss Olivenöl rüber. Und das kommt jetzt bei 200 Grad in den Ofen für 20 Minuten. Nebenbei kümmert ihr euch schön um eure Pasta. Yummy! Das Ganze vermischt ihr jetzt ein bisschen. Und dann macht ihr eure Paste rein, vermischt das Ganze nochmal. Ich glaube, das ist ein bisschen viel Rohr. Und so sieht das Ganze jetzt aus und das lasse ich mir schmecken. Hello, hello. Es ist mittlerweile 13 Uhr am Montag und ich habe mir gerade das Rezept abgeschrieben für den Schokokuchen, weil ich das auf mein Handy habe, aber zurzeit auch noch mit meinem Handy blogge. Und ja, ich wollte jetzt auf jeden Fall einmal den Kuchen fertig machen. Ich muss nämlich auch gleich zu meinen Nachbarn. Meine Herdplatte sieht aus. Uah, muss ich noch sauber machen. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt der Plan, dass ich das koche. Backe. Und ich hole mir mal eben alle Zutaten raus. Ich lasse den jetzt auskühlen und so in einer Stunde ungefähr bin ich mit meinen Nachbarn verabredet. Und dann gehe ich hoch und bringe den Kuchen mit. Ich würde auch sagen, ich beende an der Stelle diesen Vlog, weil heute passiert halt auch einfach nicht mehr viel. Ich bin gleich bei meinen Nachbarn und da muss ich auch irgendwann schlafen gehen, weil morgen wieder die Arbeit ansteht. Ich hoffe trotzdem, dass euch der Vlog gefallen hat. Ihr könnt ja gerne einen Kommentar oder einen Daumen oben. Daumen hoch da lassen, so. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal einschaltet.